So, und damit herzlich willkommen zurück zu Endlabe von Cable Games mit mir, dem Mario. So, und wir beginnen natürlich mal wieder damit, in die Ausrüstungskammer zu gehen und zum nächsten Auftrag. Na, gucken wir erstmal, ob wir was Neues haben. Naja, wir haben sogar einige neue Sachen. Das Chaos-Schild zum Beispiel, ein starker, verzierter Schild, ja auch schwerste Treffer standhält. Ja, und hier, Legenden zufolge, wurde diese Waffe als in der Unterwelt geschmiedet. Ja, es ist ja schön für die Unterwelt, nur ich weiß, dass das Schwert scheiße ist. Natürlich können wir ja auch noch das Altschwert nehmen, aber wir bleiben nochmal bei der Runenklinge. Und ich glaube, wir genehmigen uns erstmal auch einen Heiltrank mitzunehmen. So, ich habe gehört, dass das Spiel etwas zu laut sei. Das habe ich auch schon geändert. So, hier. Mekalon, die Reise über den Ozean war lang und ermüdend. Sie schien niemals enden zu wollen. Jetzt stehst du an der Küste, die Türme der Stadt. Mekalon liegen vor dir. Alles scheint sehr ruhig zu sein, als würdest du schon erwartet. So, und die Ahnen. Beweise dich in der Arena, finde Azekto. Bekämpfe die Eindringlinge aus dem Outlands. Betanke das Wunsch. Das ist eigentlich voll der Spoiler. So, aber da sind wir. Gefürchtete Ritter, der immer mies gelaunt aussieht. Ja. So. Jetzt geht's hier weiter. So, sicher nein. Sandstrand und wer auf den Eck erwartet. Nichts können sie sein, doch. Nichts. Außer der Bogenschütze da in der Ferne, der stört. So. Alles klar, wollen wir nochmal hier auf jeden Fall. Ja, man wird auch treffen. Dann ist der ja den Stein. Ich glaube, der hat die Zwerge gehackt, der Gute. Man, hier soll ja auch die Pfeile. Wir können uns guter Hilfe sein. Gleich schon mal sehen, habe ich seine Streitkeule gesehen. Das ist gut, schon. 144 Daten. So, und ich habe noch solche Aussehen. Na, da hinten sehen wir Zeroletten von einer Insel. Da ist auch noch eine Zerolette von dem Schiff. Oh ja, jetzt da. Schöner Schatten. Ja, ich hab das Gefühl, das ist immer noch zu laut. Ja, so sieht das Menü aus. Ja, so ist das schon besser. Ich werde so vorhanden betäubend. Und das alles übersetzt wird. Na, da ist noch direkt einer im Kopf der Jäger. Der schien uns aber nicht zu beachten. Und da haben wir direkt noch Gold. Und der ewigen Suche nach Gold. Ja, schöne Stadtmauern. Ah, und da stehen Leute. Mir sind sie uns freundlich geworden. Mal sehen, ist hier noch irgendwas? Noch gerne ein bisschen mehr Gold. Gold ist immer gut. Vor allem für die schwere Rüstung, die mittlere Rüstung. Die nächste Rüstung, die für uns ansteht. Das ist 2500, das Fregett haben wir gerade aber momentan so. Willkommen in Mekalon. Ja, was geht ab? Was haben wir hier? Hier ist es auch? Ja, hier ist es nicht. Weitergehen! Ja, alles klar. Niemand darf unseren Anführer sprechen, bevor er sich nicht in der Arena bewiesen hat. Alles klar, wo ist die Arena? Sie sieht verdächtig aus. Ja, jetzt hier.
Ja, das ist mehr Gold. Ich mag Gold. Es stellt meinen inneren Geist zufrieden. Ja. So, wollen wir mal in die Arena. Die wird ja bestimmt hier im Gebäude drin sein. Da unten steht noch jemand. Na? Da warst du was? Mann, schade. Alles klar. Sie sieht heilig aus. Und blutig. Und tot. Lass mal heilen. Oh, drei Werwölfe. Drei Werwölfe. Können aber nichts, sage ich. Die können nichts. Außer was vergibt sie. Er kann das nicht. Mal seht ihr, nichts können sie. Jetzt haben wir hier die freie Wahl zwischen Schrank. Deshalb. Und zwei Fallen. Wenn man das ist. Leicht, dass wir das Geld nehmen. Jetzt haben wir hier einen Menschen mit einem Hammer. Ich fordere euch heraus. Naja. Naja. Er hat sogar schon ein bisschen Schaden erlitten. Kann gar nichts, der Mann. Also hier haben wir dieselbe Wahl. Nehmen wir auch wieder das Gold. So, ja. Diese Leute aus Seelenheim. Ihn dann scheint der Anführer zu sein. Sie ist alles sehr römisch gehalten. Das kennt man ja noch aus Overlord, dieses römisch gehaltene. Der kann auch nicht mit seinem tollen Speer. Auch gerne ein Speer oder ein Schützen. Scheint maximalen Schutz zu geben. Oh ja. Okay, ich kann mal hier drüben alles nehmen. Würde man uns nicht sagen, da musst du den Wahl lassen. Mit 320 haben wir schon an Money. Kann sich echt nicht beschweren. Hab nochmal versucht, die Grafik hier ein bisschen hochzuschrauben. Es hat wunderbar geklappt. Jetzt sollten wir hier du hast Schatten deinen Mut bewiesen, Fremder. Unser Anführer wird dich empfangen. Na, ja, danke. Danke, sehr vielen Dank. Wir wissen ja hier schon, was auf uns wartet. Ich denke mal, ich werde nicht mehr die Aufgaben vorlesen, denn das ist echt Spoiler. Du hast tapfer gekämpft. Alecto will dich nun sehen. Sehr nett, sehr nett. Da ist direkt ein Checkpoint. Überall Wachen. So, Alecto. Du fette Qualle. Ich habe jeden eurer Schritte beobachtet auf eure kleinen Reisen. Ihr habt einen langen Weg hierher zurückgelegt und ich glaube, dass wir ein ähnliches Problem haben. Ihr sucht unsere Hilfe gegen die Drägertal. Die Magie von Selenheim ist auch in unseren Ländern zu Hause. Ohne jeden Zweifel werden sie schon bald die Invasion gegen uns ausweiten. Doch es gibt ein anderes Problem, das zunächst gelöst werden muss. Der Pass von Kamsara ist sehr schmal, wie ihr wisst. Bereits eine Handvoll Männer kann dort ein ganzes Heer auslöschen, wenn sie die Stellung halten. Der Pass war unter unserer Kontrolle. Jedoch wurde er von den Dregata infiltriert und übernommen. Wenn wir euch helfen sollen, dann muss die Festung zerstört werden, damit unsere Männer sicher passieren können. Aha. Und ich glaube, dass der Einzige, dessen Stärke für diese Aufgabe ausreicht, der legendäre Magier Zane ist. Er scheint mit der Art zu stören, die hierfür nötig ist, bereits einige Erfahrung zu haben. Ich habe gehört, dass er noch leben soll und dass er zuletzt an einem See im Norden gesehen wurde. Okay. Wenn ihr diese Aufgabe erledigt, werden wir euch die gewünschte Hilfe zukommen lassen. Wir haben kürzlich erst unser Luftschiff repariert. Besorgt euch einen gefüllten Treibstoffbehälter und ihr könnt es benutzen, um euer Ziel schneller zu erreichen. Eure Hoheit, sie kommen! Na ja, klar, mitten im Gespräch wird man hier wieder aufgehalten. Also, tja, das Pack. Ne? Es scheint, dass ihr euch beeilen solltet. Nein, ja, wir haben hier schon Platz gefeite. Ja, da ist ein Bumschuss. Ah.
Lass mir entdecken. Der Dicke ist immer eine große Gefahr. Was da, der weiß noch nicht, irgendwie. Ja, du hast immer noch stark auf YOLO. Ah, ist in der Arena noch was? Nee, scheint keiner mehr zu sein, oder? Ist da oben noch jemand? Ja. Alles klar, wollen wir mal das Luftschiff betanken? Rücken wir noch raus? Nö. Alles klar. Na, ich wieder zurück. Du war ja da auch verschlossen. Guter Mann, halt die Stellung. Oder helf mir, genau. Helf mir, wie ich dir go. Oh. Kommt noch ein Dicker von hinten. Na, er kann nichts. Und hier, die Wachen wurden schon alle besiegt. Ich kann mir noch nicht mehr. Sie haben ihre. Guck mal, der hat denselben Schild wie hier. Ich hab seine Beute hier für mich geachtet, ob der auch wirklich gut ist. Immer. Ein Trank, damit wir mehr volle Energie haben, der hier. Boah, Robert. So, gehen wir mal hier hin. Sieht sehr luftschiffig aus. Klar, vielleicht dafür brauchen wir Treibstoff. Na, ich werde erstmal auf die andere Seite der Tür. Ich bin so ein euphorischer Rechtsgeher. Er ist rechts. Nein, bin ich nicht. Ich will nur anschauen, was es hier nicht gibt. Hat das so schön? Sehr schön, sehr schön. Das ist hier ein Hain. Cool! Ich kann fliegen, ich will auch fliegen. Aber ich will nicht vom Boden schießen, die ganze Zeit geschossen werden. Mit dem Schiffspfeil angeschossen, kommt er jetzt hier die ganze Zeit schaden. Das war's mit ihm. Das war's. Hab ich schon gehört. Ja, hab ich schon im Ansatz gehört. Aber ich von dem Ding aus und weiter haben. Na, gehen wir mal gucken, was wir hier haben. Alles klar, sieht aus wie die Statue. Das kann ich auch eindeutig einen Heiltrank. Schlucken wir am besten auch gleich noch den nächsten. So, wo kommen wir denn da raus? Von hier oben wurden wir gerade gestartet. Und gab es hier oben noch welche? Geht's nicht lang. Da auch nicht. Alles klar, also haben wir jetzt schon mal eine Statue, keine Ahnung wie die ist. Und das wäre ja fast schon gelogen, ich weiß ja wo die jetzt ist.
ja hier kein Live-Let's Play. Deshalb nehmen wir jetzt mal jetzt auf die Seite. Aha, ich weiß nicht, wo es lang geht. Das ist das einzige Level, woran ich mich noch erinnern kann, was jetzt hier nachkommt. Da bin ich langsam schon überfragt. Schon wieder die dumme Blume. Hier noch mehr dumme Pfeile, die wir gar nicht brauchen. Mehr Vorprober. Ja. Schönen Hammer, das mal so anmerken darf. Kein Heiltrank, wo wir erstmal hier snacken werden. Können sie. Das ist auch noch einer. Wenn man seine kleinen Augen funkeln. Übrigens will ich jetzt hier streng limitierte Aufnahmezeiten eintun. Sprich, ich werde jetzt den Einzelnen durchnehmen und werde das dann immer so schön cutten. Denn 35 Minuten war ja die letzte Folge. Das war eindeutig viel zu lang. Ah, okay. Ich höre da hinten irgendwo einen Kampf laufen. Schon wieder in einer Ecke. Ja, komm, erst mit dem hier weglocken. Mein letzten Gift war nur für dich, mein Freund. Ah, wenn man so zu geht, macht man immer diesen Senkrechtschlag. Sehr interessant. Das ist ja auch noch nicht. Und ich glaube, wir haben ja echt gute Chancen, volles Gold zu bekommen. Wäre ja auch mal auch wieder Premium. Okay. Das ist mit der Treppschutzbehälter. Wie es da auch schon falsch steht. Und den brauchen wir halt für das Suchschiff. Aber erstmal will ich jetzt hier, ne? Und ich habe hier ja den Kampf gehört. Okay. So, volles Gold. Premium hier. Premium-Ereignis. So, cool. Das ist die letzte Hürde zu Schmalles. Deshalb schütze diesen dummen Kaiser. Schwören können, da oben wird gerade mein Schild aufgeleuchtet. Boah, ach, zum Luftschild. Obwohl, da oben steht auch noch einer. Ein blauen Schild. Fällt mir nicht so wie der rote. Ja. Ruhm und Ehre dem Imperium. Ich bin mehr so Rebellen. Die sind nicht so alle so geklont. Das ist nicht so langweiler. So, jetzt hier. Das müsste sogar schon die erste Folge gewesen sein. Da ist ein paar Bomben auf dem Kopf.